Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe der Ortspedia NBA Tipps. Diesen Sonntag am 2. Advent spielt um 21:30 deutscher Zeit die Cleveland Cavaliers gegen das Top-Team aus dem Westen, die Utah Jazz. Wir haben noch 3 weitere Spiele, schauen uns die Tabelle an und noch die ein oder andere Statistik. Bis gleich. Ortspedia, the Sports Betting Community. Genau, und bevor wir zu diesem Spiel kommen, erstmal die Auswertung der Tipps von letzter Woche und auch im Vergleich der Tipps der Wochen zuvor. Auch letzte Woche war es 4 von 6 richtig. Die Kings wollten leider nicht gewinnen. War auch echt eine enttäuschende Vorstellung gegen undersized Grizzlies, aber so ist es. Die Kings sind auch so ein bisschen rotes Tuch jetzt in dieser Tippsaison für mich. Sie sind einfach die letzten Jahre nicht nur ein schwaches Team gewesen, sondern ein Team mit Höhen und Tiefen, natürlich viel mehr Tiefen, sonst wären sie nicht so schlecht. Und auch der Coaching-Change von Luke Walton weg hat nicht so viel gebracht zu Alvin Gentry. Ja, wie sieht es denn in der Tabelle aus im Osten? Da haben wir weiterhin die Brooklyn Nets auf der 1. Die Chicago Bulls sind einfach wirklich am Rocken. Die Milwaukee Bucks sind jetzt wieder am Kommen. 9 der letzten 10 Spiele gewonnen. Dementsprechend von damals, vor ein, zwei Wochen noch 10. Rang, jetzt auf dem 3. Nichtsdestotrotz möchte ich vor allem auf die Bulls und die Wizards eingehen. Die gefallen mir unglaublich gut als Team. Und gerade die Bulls, wer hätte denn gedacht, dass DeRozan nochmal zu seinen Zeiten anknüpfen kann, wie er bei den Raptors gespielt hat. Er ist hier nicht der alleinige Franchise-Player, das ist wahrscheinlich eher Levine oder sogar Vucevic. Das sind die Bulls, die haben ja im Prinzip 3, ich nenne es jetzt mal Borderline Franchise-Player, wobei Borderline eine Krankheit ist. Ich bin mir ja nicht sicher, wie, wo, was, das, warum das funktioniert, weil die brauchen eigentlich alle Würfe und Bälle in der Hand, aber sie spielen einfach wirklich top und auch der Supporting Cast ist richtig, richtig cool. Die Heat auf der 5, auch das passt soweit. Die Cavaliers, zu denen kommen wir gleich. Überraschungsteam für mich, und die Celtics auf 7, Hornets auf der 8. Die haben jetzt eine taffe Phase. Wir sehen uns das gleich mal an beim Spiel gegen die Hawks. Da sind sie nämlich krasse Außenseiter. Die Hawks auf der 10. Sie haben aber, wenn ihr hier mal nach rechts schaut, 8 der letzten 10 Spiele gewonnen. Die Knicks hingegen mit einem Losing Record aus den letzten 10 Spielen und insgesamt jetzt auch recht enttäuschend und danach alles beim Alten mehr oder weniger. Bei den Golden State Warriors gab es jetzt schon mal 2 Niederlagen mehr. 1 gegen die Suns und dann auch letzte Nacht noch eine weitere Niederlage. Und nein, da haben sie gegen die Suns sogar gewonnen. Aber ja, die Suns auf der 2, Jazz 3, die sehen wir heute im Spiel gegen die Cavaliers. Freue mich auf das Spiel tatsächlich. Grizzlies trotz oder ohne Joe Morant auf der 4, Clippers, Lakers 5, 6. Mavs 3 der letzten 10 Spiele gewonnen. Coach Kidd kritisiert Luka Doncic zu Recht, weil er so viel mit den Schiedsrichtern lamentiert. Und dann haben wir da eigentlich namhafte Teams mit den Nuggets, Trailblazers, Spurs, die so außerhalb der oder knapp in den Playoff-Kämpfen drin sind, aber es sind natürlich insgesamt noch nicht so viele Spiele, von daher, da kann noch viel passieren. Wir sehen es hier auch, die meisten haben so zwischen 23 und 25 Spielen und es gibt auch ein richtiges Kellerduell heute noch, die Pelicans gegen die Rockets. Jetzt kommen wir mal zu diesem Spiel, Cavs gegen Jazz. Für mich auf den ersten Blick ein ganz klarer Sieg der Jazz. Wir haben auch vor der Saison einmal so, macht ja jeder so ein bisschen, überlegt sich, wo welches Team dann am Ende der Saison sein wird. Und die Cavaliers waren für mich eigentlich ganz unten in der Tabelle im Osten, vielleicht so gleich auf mit Magic und Pistons. Jetzt ist die Realität aber so, dass sie 13 Siege, 10 Niederlagen haben und wirklich potent spielen. Und das ist für mich eine große Überraschung. Ich muss gestehen, ich habe die Cavs bisher noch gar nicht gesehen, noch nicht mal irgendwie Zusammenfassung, weil sie mich nicht interessieren. Aber das ist vielleicht falsch, weil schauen wir uns mal hier die Spiele an. Und ihr seht hier auch Colin Sexton, der First-Round-Draft-Pick vor ein, zwei Jahren gewesen ist. Der hat jetzt bisher nur 11 Spiele gespielt und fällt auch noch länger aus. Wir haben hier Darius Garland mit 19 Punkten, Top-Rookie quasi oder ein Top-junger Spieler. Jared Allen, der auch bei den Nets nicht so richtig zum Zug gekommen ist, ist er dann im 3-Team-Trade gegen Harden gegangen worden, aber direkt zu den Cavs. Spielt stark mit 16, 17 Punkten und 11,5 Rebounds.
Garland auch nochmal mit 7-3 Assists und das, obwohl sie Ricky Rubio haben, der ja auch eigentlich ein Top-Point Guard ist, eher so seine Stärken in der Defense und beim Passen hat und bei der Spielübersicht. Aber wir haben hier so viele Spieler, die Double Digits Punkten machen. Kevin Love spielt bisher nur 20 Minuten pro Spiel, aber dann macht er auch immerhin seine 11,5 Punkte, fast 8 Rebounds, 2 Assists. Also das ist schon ein Team, was echt tief ist. Chidi Osman ist ja eigentlich auch so ein richtig guter Roleplayer. Der Finnish Marksman ist, glaube ich, sein Spitzname. Hier Lauri Markkanen von den Bulls gegangen zu den Cavs. Hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht, wie zum Beispiel hier die Ricky Rubios oder Garlands dieser Mannschaft. Aber auch er mit 14,5 Punkten, 6 Rebounds, das sind alles gute Spieler und die scheinen ja offensichtlich miteinander zu harmonieren. Ansonsten wäre dieser Rekord gar nicht möglich. Und wir schauen uns auch mal die letzten Spiele der Cavs an. Da haben sie namhafte Teams geschlagen. Die Wizards vor ihnen in der Tabelle, die Heat vor ihnen in der Tabelle. Die Mavs zu dem Zeitpunkt vom Record zumindest gleich auf, aber sie haben immerhin Luka Doncic, Porzingis und die wurden einfach mal weggeschossen mit 20 Punkten Vorsprung. Gegen die Magic muss man gewinnen und eine knappe Niederlage gegen die Suns kann passieren. Auf der anderen Seite haben wir hier die hochpotenten offensiven Utah Jazz, wo ja nicht nur Donovan Mitchell wieder eine überragende Saison spielt, sondern auch Mike Conley, vor allem auf Punkteseite, diesmal bisher glänzt und Rudy Gobert macht sowieso immer sein Double-Double und dann haben wir noch Clarkson und auch namhafte Roleplayer, sie haben Rudy Gay geholt, der kommt jetzt immer mehr und mehr rein, hat ja den Anfang der Saison verpasst, dann haben wir noch Bogdanovic, also die Utah Jazz sind schon ein ernstzunehmendes und richtig geiles Team, deshalb freue ich mich auch und wenn wir das hier mal anschauen, beide können punkten. Nachmittagszeit bei der NBA, ich weiß nicht, ob das statistisch belegbar ist, bedeutet ja eigentlich immer, dass es schwerer für die Teams ist, vielleicht reinzukommen, was Trefferquoten etc. angeht, aber ich erwarte hier persönlich trotzdem ein sehr offensiv geführtes Spiel mit hohen Wurfquoten, wenig Defense. Wir haben gesehen, die Jazz Favorit mit einer 1,56. Hier möchte ich auch gleich mal die Asian Handicaps mir anschauen, das bedeutet so irgendwie 5 ist die Line. Für mich kommt da keine Wette in Frage, einfach weil ich die Cavs noch nicht ein einziges Spiel von gesehen habe und da mir eigentlich gar keine Meinung zu bilden möchte, einfach nur von den Zahlen, die man so sieht. Nichtsdestotrotz, wenn wir über Zahlen sprechen, dann überlegen wir uns natürlich auch, ob das Over-Under Sinn macht. Hier einfach von den Scoring, das beide derzeit auflegen, eine 211 sehe ich als absolut realistisch, also hier würde ich definitiv über 211 Punkte gehen, das ist eigentlich schon eine Top-Quote. Und dann schauen wir mal weiter zum nächsten Spiel, das wären die Atlanta Hawks gegen die Charlotte Hornets. Die Hawks mit einer 1-3-3 daheim gegen die Hornets mit einer 3-7. Warum eigentlich? Wir schauen uns mal hier die Tabelle an, denn hier sehen wir die Hornets vor den Hawks, zwar relativ gleich auf, aber wir sehen auch, dass Charlotte 3 Spiele in Folge gewonnen hat, verloren hat und dass sie auch, glaube ich, wegen den Corona-Protokollen auf Rozier, auf LaMelo Ball und ein, zwei weitere noch verzichten müssen. Also deshalb ist das Team schon derzeit hart gehandicapt und das sollten die Atlanta Hawks ausnutzen. Aber auf dem Day-to-Day-Injury-Report sind, das habe ich gerade die Zahl 3 gezeigt, 3 Spieler von Atlanta fraglich, laut ESPN. Das sind ausgerechnet Trae Young, Kevin Huerter und Cam Reddish, also 3 sehr wichtige Spieler für die Hawks. Das bedeutet für mich, ich würde hier auch keine Early Bet eigentlich platzieren wollen. Die Quote ist nämlich sehr fair, wenn einer dieser 3 oder keiner dieser 3 ausfallen würde, dann würde ich sogar definitiv einfach das hier spielen und auch das Asian Handicap von minus 7, minus 8, das würde ich nicht machen. Aber wenn wirklich die Trae Young ausfallen sollte, dann wird die Quote ja definitiv noch nach oben gehen und dann kann man sich überlegen, macht man das Ganze oder macht man es nicht. Aufgrund der Injury Reports ist das hier leider auch eine No-Bet zum jetzigen Standpunkt. Hier haben die Hawks knapp beim letzten Spiel gegen die 76ers verloren, davor einen knappen Sieg gegen Indiana Pacers, Niederlage gegen die Knicks und 2 Siege gegen Grizzlies und Spurs. Aber ja, ich zeige es ja auch nochmal.
Man darf hier nicht unterschätzen, die Hawks haben 8 der letzten 10 Spiele gewonnen, aber ich glaube, die hätten trotzdem bisher mehr von sich erwartet. Und hier haben wir Hornets auf einem guten Weg gehabt. Die letzten 3 Spiele, vor allem das gegen Houston tut natürlich weh, gegen Chicago und Milwaukee, ja, trotzdem knappe Spiele, zumindest gegen die Hawks. Also, leider Gottes kann ich hier auch nicht mehr aus den Fingern saugen. No bet. Dann haben wir die Raptors gegen die Wizards. Die Raptors haben hier irgendwie Tendenz, so wie letzte Woche, daheim ganz gern Favorit zu sein für die Buchmacher, wenn auch knapp. Wir schauen uns die letzten Spiele an und da werden wir dann feststellen, beziehungsweise ich kann es hier sehen wir, dass die Raptors nur 2 Heimspiele hatten. Jetzt haben sie das eine gegen die Bucks gewonnen und das andere gegen die Celtics verloren. Die Raptors haben tatsächlich einen schlechteren Heimrekord als Auswärtsrekord. Ja, die letzten 2 der letzten 3 haben sie verloren. Und die Wizards sind eigentlich auswärts schon ganz stark, wobei hier Siege gegen Dallas, gegen Oklahoma, muss man machen. Und gegen die Spurs kann man schon verlieren. Das ist ja, mehr oder weniger nicht wichtig. Aber ich finde, die Wizards sind auch hier das wirklich bessere Team. Und die Quote von 2, die sollte man ins Auge fassen. Over-Under 212. No bet, Empfehlung eher over und das Asian Handicap, um sich das vielleicht so ein bisschen eine knappe Niederlage offen zu halten. 1,5 finde ich jetzt schon wieder uninteressant, weil es bedeutet eigentlich nur, dass der eine Punkt abgedeckt ist, logischerweise. Eine Minus oder besser gesagt eine Plus 2,5, wie lese ich das jetzt hier? Plus 2 in 1,88 auf die Besatz, plus 2,5 in 1,83. Das kann man schon ins Auge fassen, aber ich glaube wirklich, dass Washington dieses Spiel gewinnt. Deshalb gehen wir auf Sieg der Wizards. Und dann sind wir im absoluten Kellerduell. Wir haben hier die Houston Rockets gegen die New Orleans Pelicans. Auch hier nochmal der Blick auf die Tabelle. Und wir sehen eine krasse Sache. Houston, letzter. Sieg gleich mit Oklahoma, aber sie haben die letzten 5 Spiele gewonnen und haben den gleichen Rekord in den letzten 5 Spielen wie die New Orleans Pelicans, die aber aus meiner Sicht definitiv den besseren Kader haben, auch wenn Zion Williamson nicht dabei ist. Brandon Ingram, Valanciunas, das sind schon allein ein richtig geiler ja, Power Small Forward bzw. Center Aufstellung da. Wir schauen mal, gegen wen die Houston Rockets die letzten 5 Spiele gewonnen haben. Magic kann man vernachlässigen. Oklahoma kann man vernachlässigen. Hornets müsste ich jetzt nochmal kurz gucken, wie die Hornets aufgestellt waren. Und der Sieg gegen die Bulls ist dann doch schon sehr, sehr hoch anzurechnen. Ist aber auch dann schon wieder fast 10 Tage her. Und auf der anderen Seite haben wir die Pelicans, die erst richtig abgeschossen worden sind von den Mavs. Abgeschossen in dem Sinne, die Mavs hatten da eine fast 70-prozentige Wurfquote über das Spiel. Das konnten sie natürlich beim letzten Spiel nicht mehr aufrechterhalten und haben dann folgerichtig gleich mal einen auf den Sack daheim bekommen gegen eben New Orleans. Dann die Sieg gegen die Jazz und Clippers. Also das ist schon ordentliche Gegner, die Pels da besiegt haben. Und von daher brauchen wir hier gar nicht großartig rumreden. Houston aufgrund der letzten 5 Siege hat eine sehr gute Quote bekommen. Ich denke, wenn sie hier 2-3 verloren hätten oder einen anderen Schedule gehabt hätten, wir haben ja gerade gesehen, sie haben gegen 3 wirklich schwache Teams gespielt, dann wären wir hier wahrscheinlich beim größeren Favoritenquote, höheren oder niedrigeren Favoritenquote von New Orleans. Das Over-Under müsste folgerichtig so minus 3 sein, höchstwahrscheinlich, ja, tatsächlich genau minus 3 auf die Pelicans. Das kann man machen, aber ich bin bei meinen NBA-Tipps eigentlich immer so, wenn der reine Sieg-Tipp mir eine 1,6, 1,7, 1,8 gibt, dann spiele ich das, das reicht mir. Vor allem, wenn es auf solche Teams wie New Orleans geht, die sind natürlich, wir haben es gerade gesehen in der Tabelle, auch relativ schwach. Also warum sollte ich die jetzt höher bewerten, als die Tabelle hergibt? Man muss auch immer, glaube ich, aufpassen. Wir haben hier natürlich einen Spielplan, wir haben hier eine Saison mit 80 Spielen. Und wenn ein Team vielleicht in der ersten Viertel viele starke Teams hat, dann ist das auch so ein bisschen verzerrt. Ich nehme mal die Mavs als Beispiel. Da sage ich ja Woche für Woche,
Die sind schlechter als ihr Standing und leider bewahrheitet sich das. Die spielen wirklich keinen schönen Basketball. Und das tut mir leid. Das tut mir leid. Umso mehr freue ich mich aber heute auf zwei, im Anführungsstrichen, unverbrauchte Teams mit Utah gegen Cleveland um 21.30 Uhr. Da spielen wir die Over-Wette. Hier bei den Pelicans gegen die Rockets gehen wir auf den Sieg der New Orleans Pelicans. Und ja, dann haben wir ja nur noch, gehen wir mal hier nochmal hin, den reinen Sieg der Washington Wizards mit einer etwas höheren Quote als 2,0. Und bei Hawks gegen Hornets würde ich wirklich empfehlen, wartet, wenn ihr dieses Spiel auf Atlanta gehen wollt, ein bisschen, wie die Aufstellung ist, und geht da lieber auf Nummer sicher, bevor man jetzt da irgendwas macht und vielleicht ein böses Erwachen bekommt. Auch wenn ich glaube, dass selbst wenn da zwei von den drei genannten Spielern, Hörter, Trae Young, Reddish, ausfallen würden, die Hawks immer noch daheim binden sollen gegen handicapte Hornets aufgrund dieser Health and Safety Protocols. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir doch mal einen Comment da, was eure Tipps für die Nacht sind. Nur 4 Spiele heute. Freut euch auf Cavs. Habt ihr die schon mal gesehen? Gibt ja auch den ein oder anderen Cavaliers-Fan noch aus LeBron-Zeiten, die dann vielleicht geblieben sind bei Cleveland. Und die werden sich natürlich freuen, dass es gerade aufwärts geht. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur NBA oder unter der Woche zur Fußball-Champions League. Bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community.